Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Fall geht es um eine Motorschaltung, nämlich die Wendeschutzschaltung. Wir sehen hier zunächst den Hauptstromkreis, in dem der Motor angeschlossen ist. Der Motor ist hier zu sehen mit seinen Klemmen U, V und W. Letztlich wird es natürlich Ziel sein dieser ganzen Schaltung, dass U, V, W mit L1, L2, L3 verbunden werden, denn dann läuft der Drehstrommotor. Das kann ich einmal dadurch bewirken, dass ich das Schütz Q1 betätige und diese drei Kontakte zugehen. In dem Fall Q1 ist eingeschaltet, ist L1 mit U verbunden, L2 ist mit V verbunden und L3 ist mit W verbunden. Das ist einfach nachvollziehbar hier auf diesem Wege. In diesem Weg befinden sich zusätzlich noch die Leitungssicherungen, die die Leitungen der Anlage absichern sollen. Und außerdem noch der Motorschutzschalter, der so eingestellt ist, dass der Motor seinen Schutz erfährt. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Ich kann nicht mit der Sicherung gleichzeitig die Leitung und den Motor schützen. Darauf lassen die sich nicht vernünftig dimensionieren, diese Sicherung. Deshalb brauche ich in dem Fall eben neben dem Leitungsschutz auch noch den Motorschutzschalter. Wenn denn nun Q1 betätigt ist, dann, wie gesagt, sind diese drei Leitungen einfach durchverbunden und der Motor läuft in die eine Richtung. Das ist hier bei Q1 in diesem Fall als Linkslauf aufzufassen. Wenn ich nun Q1 abschalte und stattdessen Q2 einschalte, dann sehe ich, dass jetzt L1 nicht mehr mit U verbunden ist, sondern mit W verbunden ist. L2 ist nach wie vor mit V verbunden und L3 ist jetzt mit U verbunden. Das heißt, ich habe diese beiden Leitungen gegeneinander getauscht gegenüber dem Fall, in dem Q1 eingeschaltet war. Das führt nun dazu, dass der Motor sich in die andere Richtung dreht. Dazu muss man bei einem Drehstrommotor schlicht und einfach zwei beliebige Außenleiter tauschen. Wenn ich diese beiden Schütze gleichzeitig betätigen würde, wäre L1 direkt mit L3 verbunden. Das würde also einen Kurzschluss bedeuten, da würden wir sofort die Leitungssicherung rausfliegen. Es würde ganz schön krachen in größeren Anlagen. Das darf also auf gar keinen Fall passieren. Ich habe hier noch dran geschrieben, der Laststromkreis oder auch Hauptstromkreis genannt, hat kurze Leitungen. Ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ja diese Leitungen sehr dicke Leitungen sind, weil wir auch sehr große Motoren annehmen müssen an dieser Stelle und diese Leitungen dafür natürlich möglichst kurz zu halten sind. So ist das gemeint an dieser Stelle. Das heißt nicht unbedingt, dass die Leitungen wirklich kurz sind. Das führt aber dazu, diese Forderung, diese Leitungen möglichst kurz halten zu wollen, denn die sind sehr dick, dass man natürlich die Logik, die in der Ansteuerung dieser Schütze liegt, halt nicht hier mit reinpacken kann. Dazu bedient man sich des Steuerstromkreises, den wir hier auf der rechten Seite zum Teil sehen. Ich bin jetzt hergegangen und habe den einen Teil des Steuerstromkreises zunächst abgedeckt und erkläre erstmal nur den linken Teil, damit man besser in die Schaltung hineinfindet. Im Steuerstromkreis brauchen wir natürlich auch wieder eine Sicherung und wir sehen hier den Kontakt des Motorschutzschalters B1. Wird der Motor überlastet, kommt es hier dazu, dass der Motorschutz diesen Kontakt, diesen Öffner öffnet, sodass dann der Stromweg zu Q1 hin, zu diesem Schütz, unterbrochen wird. Diese Schließer, wenn sie denn geschlossen waren, wieder öffnen und der Motor auf diese Weise abgeschaltet wird. Also dieser Kontakt öffnet bei Überlastung des Motors, sodass dann das Schütz rausgenommen wird und der Motor somit abgeschaltet wird. Wir sehen hier eine Austaste. Öffne ich die, so wird natürlich ebenfalls der Stromweg zu der Schutzspule unterbrochen, die Kontakte öffnen und der Motor ist wieder abgeschaltet. So wie das Ganze hier gezeichnet ist, würde ja zunächst auch hier nichts angesteuert. Weder über diesen Weg noch über diesen Weg würde die Schutzspule Spannung bekommen und somit würde das Ganze weiter offen bleiben. Wenn ich nun aber hergehe und auf diese Taste drücke, dann ist ja der Stromweg geschlossen
Die Schützspule bekommt Spannung, die Kontakte schließen, der Motor kann anlaufen. Gleichzeitig muss ich aber davon ausgehen, naja, das ist hier ganz klar so, wenn ich diese Taste wieder loslasse, dass der wieder aufmacht, so wäre der Stromweg wieder unterbrochen. Aber dafür habe ich ja die Selbsthaltung. Das heißt, Q1 hat neben diesen drei Hauptkontakten auch noch diesen Kontakt, diesen Hilfskontakt, der jetzt schließt und somit der Schütz selbst hält. Also drücke ich hier drauf, wird die Schützspule mit Spannung versorgt, die Hauptkontakte gehen zu, der Schließer geht zu und so hält sich der Schütz nun selber. Es würde jetzt nicht ausreichen, hier drauf zu drücken, auf den mit R gekennzeichneten Taster, um das Schütz wieder zum Abfallen zu bringen, um den Motor wieder abzuschalten, denn die Selbsthaltung überbrückt ja auch diesen Kontakt. Also ich bewirke, indem ich hier drauf drücke, nichts, wenn der Motor erstmal über dieses Schütz Q1 angesteuert wird. Ich muss also in diesem Fall die Aus-Taste betätigen, um das Schütz dazu zu bringen, dass diese geschlossenen Schließer wieder geöffnet werden und der Motor somit nicht mehr läuft. Die Wendeschutzschaltung soll natürlich bewirken, dass der Motor auch in die andere Richtung laufen kann, sodass also auch Q2 angesteuert werden muss und dazu muss der Steuerstromkreis natürlich noch erweitert werden. Wir sehen jetzt den vollständigen Steuerstromkreis. Nehmen wir an, dass durch das Betätigen dieses Tasters diese Schütz bereits angezogen hat und der Motor nach links läuft. Drücke ich nun auf diese Taste, das habe ich bereits erwähnt, passiert gar nichts, denn das Schütz bleibt angezogen und da es angezogen bleibt und gleichzeitig hier geöffnet hat, das ist ja ein Kontakt von Q1, kann hier oben passieren, was auch immer, dieses Schütz wird auf gar keinen Fall angesteuert. Diese Schützverriegelung an dieser Stelle ist extrem wichtig, damit dieser Fall, der Kurzschluss zwischen L1 und L3 durch gleichzeitiges Anziehen dieser beiden Schütze nicht auftreten kann. Daher diese Schützverriegelung an dieser Stelle. Hätte ich hier drauf gedrückt, wäre der zugegangen. Der ist zu, so könnte die Spannung also tatsächlich hier ankommen, aber das wird halt dadurch verhindert, dass ich hier diese Schützverriegelung aufgebaut habe. Abermaliges Betätigen dieses Tasters bewirkt überhaupt nichts, denn der Stromweg ist ja über diesen Weg geschlossen. Wenn ich also den Motor abschalten will, muss ich die Aus-Taste betätigen. Indem ich das tue, wird keine Spannung mehr an diesem Schütz ankommen. Das wird öffnen, das heißt, dieser Stromweg geht wieder auf. Wenn ich wieder loslasse, wird das Ganze natürlich sich nicht wieder selbstständig ansteuern können. Da ja dieser Stromweg unterbrochen ist und ich auch bei diesem Stromweg davon ausgehe, dass er unterbrochen ist. Wenn ich nun auf diesen Taster drücke, geht zuerst dieser Kontakt auf und anschließend geht der zu. Generell sollte man sich merken, dass alle Schaltvorrichtungen so aufgebaut sind, dass deren Öffner öffnen, bevor die Schließer schließen. Das schützt unter anderem hier davor, dass bei gleichzeitigem Betätigen beider Taster ein Kurzschluss auftreten kann. Indem ich also hier drauf drücke, geht dieser Weg auf. Ganz kurz danach geht dieser Schalter zu, sodass jetzt über diesen Weg das Schütz Q2 mit Spannung versorgt wird und entsprechend die Hauptkontakte hier geschlossen werden, sodass also jetzt der Motor über Q2 angesteuert wird und somit in die andere Richtung läuft. Man sieht schon an der Symmetrie dieser Schaltungswege, dass man diesen Teil im Grunde schon verstanden hat, wenn man diesen Teil verstanden hat. Wichtig ist einfach auch zur Kenntnis zu nehmen, dass beim Betätigen dieses Schalters sowohl dieser Kontakt betätigt wird als auch der und umgekehrt natürlich beim Betätigen dieses Schalters dieser Kontakt betätigt wird und auch der. Das sollte man hier unbedingt wahrnehmen. Eine andere Variante, die man auch noch ins Spiel bringen könnte, wäre die, dass dieser Selbsthaltekontakt nicht hier oben angeschlossen wird, sondern an diesen Punkt. Also der würde dann so hier rausgeführt nach dahin. Ich könnte auch den Kontakt einfach weiter nach unten legen und hier rüber gehen. Wäre das der Fall,
So wäre es so, dass ich tatsächlich dann durch, wenn der Motor nach links läuft, durch Betätigen der Rechtstaste den Motor aus dem Linkslauf herausnehmen könnte und ihn gleichzeitig in den Rechtslauf hineinbringen würde. Elektrisch gesehen ist das unproblematisch, das zu ändern. Die Frage ist natürlich, ob das, was von dem Motor angetrieben wird, dieses Spielchen mitmacht, ein direktes Umschalten. Man muss bedenken, wenn der Motor in die eine Richtung läuft, dass er ja in der Regel auch eine Masse bewegt. Und wird das nun abrupt in die andere Richtung geschaltet, so muss ja diese Masse, die sich in die eine Richtung bewegt, erstmal wieder in die andere Richtung beschleunigt werden. Das kann bedeuten, dass der Motor quasi kurzgeschlossen wird, weil das drehende Teil, der Anker im Motor, festgehalten wird in der Gegenbewegung und somit der Motor quasi hier kurzgeschlossen wird. Das ist aber eine Fragestellung, die der Elektriker nicht unbedingt alleine klären kann. Entweder er weiß das aus Erfahrung in seinem Anwendungsfall, ob ein direktes Umschalten vernünftig ist, oder es muss halt geklärt werden. Es kann auch sein, dass bei dieser Wendeschutzschaltung, das spiegelt sich hier allerdings nicht wieder, das Umschalten in die andere Drehrichtung verzögert erfolgen muss. Das heißt, man müsste dann dafür sorgen, dass nach dem Abschalten der einen Drehrichtung erst eine gewisse Zeit vergeht, bis die andere Drehrichtung eingeschaltet werden kann. Wie gesagt, das ist hier nicht realisiert. Eine solche Schaltung wäre natürlich etwas komplizierter. Diese Schaltung sollte man unbedingt kennen, auch im Hinblick auf den praktischen Teil der Gesellenprüfung zum Abschluss der Ausbildung. Ich hoffe, dass Sie diese Schaltung verstanden haben und hoffe, dass Sie jetzt damit zurechtkommen. Herzlichen Dank.